Wow. Was gibt's noch für jugendliche Ausdrücke? Yeah. Das war stark. Hey, unsere Jugend, deine Jugend, unsere Kinder, die stehen doch glatt hier auf der Bühne, rocken und singen. Wir glauben. Wow. Junge Menschen, die diesen Mut haben, auf der Bühne zu stehen, von Jesus zu singen, auszusprechen, zu sagen, hier stehe ich und ich glaube. Wir glauben an diesen Jesus. Wir glauben an diesen Vater im Himmel. Wir glauben. Da stellt sich die Frage, glaubst auch du? Glauben wir auch? Glauben wir so von unserem ganzen Inneren, von unserem ganzen Wesen an Gott? Sind es wir auch, die da stehen im Leben, im Alltag und behaupten können, ich glaube. Nun ja, ich habe kürzlich eine kleine Umfrage gemacht und habe gefragt, welchen Grund siehst du oder hast du an Jesus zu glauben? Na, das war spannend. Da kann man auch viele, viele verschiedene Gründe. Und auch heute Morgen wollen wir diese Gründe einmal besprechen. Ich habe diese Predigt genannt, 10 gute Gründe, an Jesus zu glauben. Vielleicht ist ja ein Grund dabei, der dich anspricht, an dem du sagst, ja, da geht mir ein Lichtlein auf. Und Vater, ich danke dir jetzt für diese Predigt. Ich danke dir, Jesus, dass du uns diese Kraft gegeben hast, auch zu sprechen, zu reden in deinem Namen. Und ich segne jetzt diesen Gottesdienst, ich segne jetzt diese Rede, ich segne jetzt all die Menschen, die diese Predigt hören. Und Vater, es wäre toll, wenn uns allen ein Licht dabei aufgeht, wenn Zweifel vielleicht dabei weggehen, wenn neuer Glaube entspringt und wenn du etwas ganz Neues hineinsetzt. Danke, Jesus. Amen. So. Ich könnte jetzt fragen, was ist dein Grund? Aber nein, lasst etwas mich reden. Und hinterher könnt ihr euch draußen, wenn wir Kaffee und Kuchen essen und trinken, könnt ihr austauschen und sagen, na, damals war das bei mir so der Fall. Aber heute sprechen wir über diese 10 guten Gründe, an Jesus zu glauben. Und da hörte ich unter anderem auch, Jesus führt zum Vater. Dieser erste Grund, den wir besprechen wollen, Jesus führt zum Vater. Nun, Jesus führt zum Vater. Wisst ihr, Gott hat uns Menschen nicht so einfach auf die Erde ausgesetzt und jetzt geh mal. Nein, er hat uns etwas hinterlassen, so einen Sender hinterlassen. Und dieser Sender sucht ständig. Dieser Sender möchte sich erfüllen, weil dieser Sender ist angelegt, weil Gott schuf uns, den Menschen, als Ebenbild Gottes. Und so suchen wir nun unsere, seine Identität. Und da gehen wir nun auf dieser Erde hin und her und suchen die Identität Gottes in uns. Wir sind suchende Menschen, wir gehen umher und wir suchen. Manchmal finden wir, doch finden wir immer das Richtige, finden wir immer das, was uns so befriedigt. Manchmal befriedigt uns schon etwas von kurzer Zeit. Doch dann kommt diese Sinnesfrage wieder auf. Gott! Gibt's dich? Und Jesus sagt, glaub an mich. Ich führe dich zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Weg geht über mich. Ich bin da, komm zu mir. Und so führt Jesus zum Vater. Und was schenkt er uns da? Er schenkt uns diese Identität. Unsere, deine, unsere Identität, wer du wirklich bist, wer du in Gott bist, welcher Mensch du eigentlich bist. Und diese Kraft Gottes, die wirst du wahrnehmen. In dem Moment, wenn du an Jesus glaubst, wird es in dich hineingehen und du wirst wissen, wow, ja, ich gehöre dazu. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Teil dieser Familie, Teil dieser großen Familie Gottes im Himmel, hier auf Erden. Jesus führt zum Vater. Einer dieser 10 Gründe. Der zweite Grund sind Werte. Werte sind wichtig.
Normen, Werte. Wir brauchen einen Halt im Leben. Vor allem junge Menschen brauchen einen Weg. Junge Menschen müssen wissen, wo der Weg hingeht, wo seine Grenzen sind, wo das Ende ist, wo das Ausmaß ist. Junge Menschen brauchen Führung, sie brauchen Bestätigung. Sie müssen wissen, ja, hier bin ich richtig, hier muss ich sein und ich darf hier weitergehen. Ich darf hier meinen Fuß darauf setzen. Ich darf es tun. Und da gibt die Bibel uns Richtlinien, Werte, Normen. Hier ist unser Weg. Hier darf ich stehen. Da muss ich hingehen. Das gibt Sicherheit. Das gibt Halt. Das gibt Wohlempfinden. Das gibt eine gute Entwicklung. Junge Menschen brauchen Werte. Und ich möchte hier fast sagen, junge Menschen brauchen die Bibel. Sie brauchen Jesus, damit ihr Leben in die Richtung geht, wo es hingehen soll. Wenn sie ihr Abi machen, kommt ja nicht auch der Lehrer so kurz vorm Abi herein und zeigt ihnen den Stoff der vergangenen 10, 12 Jahre. Nein, er ist von Anfang an dabei, Schritt für Schritt vermittelt er Werte, Normen, Richtlinien, Wissen, einen guten Weg für ihr Leben. Wir alle brauchen diesen wunderbaren Weg Gottes. Wir alle brauchen diesen Weg über Jesus. Wir brauchen Jesus. Es ist der zweite Grund, an Jesus zu glauben. Werte. Der dritte Grund. Jesus ist erlebbar. Manchmal haben wir so den Gedanken und die Vorstellung vom Kreuz. Jesus hängt am Kreuz. Er ist tot. Er ist weg. Aber hier ist der Irrtum. Jesus ist nicht weg. Jesus ist gestorben, richtig. Er lag im Grab, richtig. Doch dann kam etwas, was wir Menschen ja nicht ganz nachvollziehen wollen manchmal. Er ist auferstanden. Er kam zum Leben zurück. Und Jesus fuhr auf in den Himmel. Und er ist heute noch lebendig. Er ist heute noch am Leben, er lebt leibhaftig im Himmel, nicht auf dieser Erde, im Himmel. Wenn wir zu Jesus beten, dann meinen wir nicht diesen Jesus, der am Kreuz hängt und tot aussieht. Nein, es ist dieser Jesus, der lebendig steigt, dieser Löwe von Juda, der im Himmel ist und hier zu uns spricht, hier in unseren Herzen ist, hier lebendig auf dieser Erde ist. Es ist dieser Jesus, an den wir glauben, dieser lebendige Jesus. Jesus ist erlebbar. Und wenn wir zu diesem Jesus hinzutreten, dann spricht er in dein Herz, er spricht in dein Leben, er spricht in deine Gedanken, er spricht, wo immer du auch bist. Er lebt. Nein, er ist nicht tot. Das ist die frohe Botschaft. Jesus is alive. Yeah! Amen! Der vierte Punkt. Für manche ist Vergebung eine ganz wesentliche Angelegenheit. Und ich gebe zu, Vergebung wird erst relevant, wenn wir bereits Jesus kennen. Wir merken es erst dann. Und dieser Mensch, der diese Gottesbeziehung noch nicht aufgenommen hat, er fragt sich: Vergebung? Warum sollte ich Vergebung benötigen? Habe ich etwas Schlimmes getan? Aber wisst ihr, diese Vergebung, diese grundsätzliche Vergebung geschieht auf einer anderen Basis. Es ist, wenn wir etwas tun im Leben, so hat dies immer eine Konsequenz und immer eine Richtung. Gehe ich an einem Weg entlang und biege am Ende dieses Weges nach links ab, dann gehe ich nach links. Ich werde also nicht nach rechts abbiegen. Und biege ich rechts ab, biege ich eben nicht nach links ab. Diese Wegkreuzung wird eine Entscheidung hervorrufen auf meinem Weg. Und so ist es auch bei uns, vor allem bei unseren Vorfahren, die Menschen, die die Menschheit geboren und immer wieder entwickelt haben. Und so weit zurück zu Adam und Eva, die damals im Paradies eine Wegesentscheidung getroffen haben, die nach links ging. Aber Gott sagte zuvor: Bitte geh nach rechts.
Und heute noch laufen deshalb alle Generationen links weiter, 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 weiter. Auch du als Nachfolger dieser Generation läufst diesen Weg. Und dieser Weg hat die Konsequenz der Trennung von Gott. Und das ist das Eigentliche. Nicht, dass du etwas getan hast, was du jetzt als anstößig empfindest oder nicht anstößig. Es ist diese Grundsatzentscheidung, die uns getrennt hat. Wir gehen von Gott weg, ganz automatisch. Und dies ist der Punkt, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. In dem Moment, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir sagen, ich bin verkehrt gelaufen, kommt Gott und sagt, ist okay. Ich gebe dir diese Abkürzung und ich setze dich an den richtigen Platz, auf den richtigen Weg. Das ist die Vergebung, die Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er starb für unsere Schuld. Er starb für alle die Dinge, die wir verkehrt gemacht haben, wo wir die falschen Entscheidungen getroffen haben, ob wir es nun wussten, ob wir es nun nicht wussten. Dafür starb Jesus. Und auch für alle Zukünftigen, für alles, was wir tun werden. Dafür starb Jesus. Und dieser eine Grund ist es, der uns zurückführt durch den Glauben an Jesus. Wir setzen uns an diese Position, wo Gott uns schon immer haben wollte, obwohl wir ständig einen verkehrten Weg gingen. Wir werden neu positioniert, einen Restart am Computer. Wir sind up to date, wir sind neu resettet. Der Glaube an Jesus ermöglicht dies. Das ist diese Vergebung, die uns frei macht. Das ist diese Vergebung, die uns wirklich frei macht. Und wer denn der Geist frei macht, der ist frei. So steht es in der Bibel. Amen. Danke, Jesus. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum fünften Punkt, die Bibel. Und die Bibel kennt ja jeder. Die Bibel hat ja fast jeder. Dieses alte, verstaubte Buch irgendwo im Regal, im Keller bekommen, zur Hochzeit, Kommunion gekauft, wie auch immer. Manche lesen drin, manche lesen nicht drin. Dieses alte, gute Stück. Wir verachten es. Viele, manche, wenige. Fühl dich jetzt angesprochen oder nicht angesprochen, ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Aber wichtig ist eines. Und ich möchte dich vielleicht mal mitführen hinein in die Bibel. Stell dir mal vor, oder du hast doch bestimmt Erinnerungen an Großeltern, an Eltern, an Verwandte, die ja schon lange nicht mehr da sind. Und da gibt es solche Tagebücher oder Geschichten. Und wenn du diese Bücher in den Händen hältst, dann hast du doch eine gewisse Wertigkeit, wie du darin siehst. Wow, die sind jetzt 50, 80, 100, 150 Jahre alt. Diese Dokumente, diese Zeitzeugen. Du schätzt dieses Buch, diese Sache als sehr wertvoll für dich. Es hat einen elementaren Charakter. Es ist eine Eigenschaft in dieser Sache. Und genau um das geht es in der Bibel. Stell dir vor, du bist Archäologe und findest ein Buch eines Volkes, 3.500 Jahre alt, vollkommen erhalten. Wow, welch ein Fund, historisch, elementar. Ein Volk wird hier beschrieben, wie sie lebten, wie sie glaubten. Es wird von Dingen gesprochen, die faszinierend sind. Und du liest in diesem Buch, du hast einen Schatz gefunden, einen kostbaren Schatz gefunden. Du schlägst dieses Buch auf und siehst, wow, hier hat es mehrere Geschichten, mehrere Zeitabstände, Historie, jede Menge Dinge, die hochinteressant sind. Und du beginnst zu lesen und du liest, dass jemand etwas sagt, ja, was in einem anderen Buch beschrieben wird, was eingetreten ist. Der eine sagt, es wird kommen und das andere Buch sagt, hier geschieht es. Und du bist erstaunt. Wow, der Vorgänger wusste ja, was da kommt, und der Nachkommende spricht es aus, wie die Zustände sind. Da wird man doch neugierig, doch interessant. Und nun liest du Dinge, merkwürdigerweise Dinge
die heute eintreten, jetzt in unserem Leben, hier bei uns, in diesem alten archäologischen Fund, welch eine Kostbarkeit, da sagt da jemand etwas vor 3000, 2000, 1000 Jahre, was jetzt gerade heute oder in dieser Generation eingetreten ist. Würdest du da dich nicht wundern? Würdest du da dich nicht irgendwie angerührt fühlen und denken, das kann doch nicht wahr sein. Da steht etwas, was die Zukunft beschreibt. Würdest du dieses Buch in den Schrank stellen? Würdest du dieses Buch im Keller verstauben lassen? Würdest du dieses Buch irgendwo hin tun und nicht mehr reinschauen? Nein, niemals. Da kommt Feuer auf, da kommt Neugierde auf. Und so ist es auch. Da schreibt doch glatt im Buch Jesaja, es war ein Prophet, 700 Jahre bevor Christus geboren wurde, schreibt er, und der Herr wird euch ein Zeichen geben. Und eine Jungfrau wird einen Sohn gebären. Kommt euch das bekannt vor? 700 Jahre vor Christus? Ja, und es geschah durch Christi Geburt. Und noch viele andere Dinge. Es wurde genau beschrieben, wie Christus sterben würde. Es steht sogar drin, dass seine Kleider verlost werden. Details. Und sie traten ein. Und diese Historie ging weiter. Es wird beschrieben, das Volk Israel. Der Werdegang des Volkes Israel. Und Gott beschreibt, dass er dieses Volk in alle Winde dieser Welt zerstreuen wird, in alle Enden zerstreuen wird. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo Gott alle, überall her, an einem Platz versammeln wird. Und jetzt stell dir vor, am 14. Mai 1948 war dieses Ereignis. Da wurde der Staat Israel ausgerufen. Wow, das ist nicht lange her. Und das ist kein altes, verstaubtes Buch. Da steckt Wahrheit drin. Und jetzt stell dir vor, dass die anderen Dinge, die danach kommen werden, haben die etwa nicht Anspruch, in Erfüllung zu gehen? Ist die Chance nicht recht hoch, dass auch diese Dinge wahr sein werden? Ja, stellt dieses Buch nicht mehr so weit weg von euch. Holt es heraus, blättert darin. Ihr werdet erstaunt sein. Die Bibel, das lebendige Buch. Amen. Wir kommen zum sechsten Punkt. Die Naturwissenschaft. Wir kennen die Naturwissenschaft und gang und gäbe um uns herum. Wir leben in dieser modernen Wissenschaft und wir haben auch erkannt, diese Wissenschaft hat Grenzen. Und so war es vor etwa 200 Jahren, da haben diese Wissenschaftler gesagt, in unserer Wissenschaft hat Gott keinen Platz. Man hat alles materialistisch erklärt. Doch warum? Gibt es einen Grund, diese Welt ausschließlich materialistisch zu erklären, zu ergründen, zu erforschen? Und man ging ins kleinste Detail und Detail und Detail und Detail. Und je tiefer man ging, je mehr Türen gingen auf, je mehr Möglichkeiten offerierten sich, man fand kein Ende. Die Naturwissenschaft, ich möchte nicht sagen, sie ist am Ende, aber sie sieht kein Ende. Sie hat ihre Grenzen. Und so ist es bezeichnend, dass in der modernen Quantenphysik kein einziger der Begründer ein Atheist war. Da waren Menschen dabei, die gefüllt waren, die anders dachten. Man dachte nicht nur an Materie, sondern man hat auch den Geist in den Mittelpunkt genommen. Diese geistliche Entwicklung. Und Max Planck, ein Physiker, der sein ganzes Leben sich der nüchternen Wissenschaft gewidmet hat, er sagte, wir müssen annehmen, dass es einen bewussten, intelligenten Geist gibt, der der Ursprung der Materie ist. Albert Einstein sagte, in diesem Universum muss es eine Kraft geben, die alles zusammenhält. Es gibt keine Zufälle. Gott würfelt nicht. Und Werner Heisenberg, ein
Physiker, Nobelpreisträger, Deutscher, sagte, beim ersten Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft wird man zum Atheist. Doch am Grunde dieses Bechers wartet Gott. Sind das nicht Argumente von Persönlichkeiten, Wissenschaftlern, Menschen, die ihr Leben der Naturwissenschaft, der nüchternen Naturwissenschaft gegeben haben? Zeitzeugen. Für uns ein Grund zu sagen, ja, wir bejahen das Leben, wir bejahen die moderne Wissenschaft. Glaube und Wissenschaft sind nicht zu trennen, sie gehören zusammen. Amen. Da gibt es noch eine Sache, der 7. Punkt, der auch für viele Menschen ein Grund ist, an Jesus zu glauben. Es ist die Hölle. Wenn es einen Himmel gibt, dann gibt es wohl auch die Hölle. Und da will niemand hin. Es ist ein guter Grund zu sagen, dieser Sache gehe ich aus dem Wege. Ich will an Jesus glauben. Ich will diese Freude annehmen. Ich will diesen besseren Weg wählen, diesen Weg des Friedens, diesen Weg der Freude, diesen Weg der Liebe. Nein, ich will nicht alleine bleiben. Nein, ich möchte nicht alleine bleiben. Ich möchte mit Gott im Himmel sein. Seid ihr wach? Okay. 8. Punkt. Wir kommen zum Gebet. Gott hat uns auf diese Erde gesetzt, wie bereits erwähnt, nicht um alleine zu sein oder um alles Gott nun zu überlassen. Gott hat gewissermaßen uns auch etwas hineingelegt, eine Kommunikation hineingelegt. Eine Aussteuerung auf ihn, die es uns ermöglicht, mit ihm zu gehen, durch ihn zu gehen und die Dinge in Realität zu bringen. Die Dinge, die Gott geplant hat für dein Leben, für unser Leben. Dinge hineinzusprechen in dieses Leben, was Gott möchte. Und so ist das etwa, ich möchte dies jetzt etwas überspitzt ausdrücken, verzeiht mir, wie wenn wir durch den Supermarkt gehen würden. Und wir sind klein, Papa ist dabei. Und wir sagen, Papa, das ist gut, das essen wir heute Abend. Und Papa, wir nehmen das. Und Papa sagt, ja, mein Junge, pack's ein. Manchmal ist das so. Wir beten und Gott erfüllt diese Gebete und es geht durch und durch und wir sind ja, fast schon stolz. Wow, unser Vater im Himmel, er nimmt uns mit auf diese Reise im Leben und wir haben diese Chance, unser Leben zu beeinflussen, einfach einzunehmen und zu gehen. Natürlich, wie im normalen Leben, Papa sagt auch mal, komm, nicht gut für dich, Finger weg. Aber in seiner Liebe weiß er schon, beim nächsten Mal gibt es was viel Besseres. Das ist Gott. Das ist Gebet, das ist Kommunikation. Wir sprechen mit unserem Papa im Himmel. Unser Leben wird aus Papa gefüllt sein. Ein Leben aus Gott mit Gebet. Und noch etwas kommt von Papa und wir kommen zum nächsten Punkt. Die Liebe Gottes. Diese wunderbare Liebe Gottes. Und ich sage euch, das ist köstlich. Das ist der wahre Trunk. Die Liebe Gottes durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen. Dieser Trunk Gottes, der uns lebendig macht, der uns schön macht, der uns strahlen lässt, der uns vergeben lässt, der uns lieben lässt, der uns wachsen lässt, der uns stark werden lässt. Liebe, ein Geschenk Gottes. So singen wir auch ein Lied hier, dieses Geschenk der Liebe. Und wir erfahren es durch Jesus Christus. Diese Liebe in unserem Herzen, dieses Geschenk. Und wer diese Liebe geschmeckt hat, der weiß, wovon ich rede. Und er weiß, dass dieses Leben süß ist von seiner Liebe. Süß, sogar unabhängig von den Umständen, weil seine Liebe trägt uns, seine Liebe nährt uns, seine Liebe führt uns. Strebt nach der Liebe, so steht es in der Bibel. Und wir streben nach dieser Liebe. Wir richten uns nach Jesus aus und empfangen diese endlose
Liebe. Gott ist gut. Gott ist groß. Gott ist die Liebe. Und wenn wer liebt und bleibt in dieser Liebe, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So steht es im Wort Gottes in der Bibel. Trinkt diesen köstlichen Trunk. Ich sage glatt, komm zu Jesus. Trink diesen Becher der Liebe. Trink mit ihm. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Amen. 10. Punkt. Letzter Punkt. Etwas ganz Durchgängiges in der Bibel. Gott verspricht uns ewiges Leben. Jesus sagt, komm zu mir. Jesus sagt, ich bin vom Himmel gekommen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich komme vom Himmel. Und wer dieses Brot isst, der wird nicht sterben. Er wird ewig leben. Natürlich werden wir körperlich sterben. Wir werden, wenn unsere Zeit gekommen ist, am Ende unseres Lebens, werden wir sterben, körperlich. Aber wisst ihr, da gibt es noch etwas. Den Geist. Und dieser Geist, unsere eigentliche Identifikation, er wird leben. Und auf dieser Erde hier werden wir diese Stärke Jesu empfangen. Wir werden diesen Weg mit Jesus gehen. Und wenn unsere Zeit dann da ist, wartet Jesus auf uns. Wir werden nicht ins Nichts verfallen. Wir werden mit ihm eintreten in dieses wunderbare, ewige Leben mit Gott. Der Segen Gottes am Ende unserer Zeit, ewiges Leben. Und dies alles wünsche ich uns, dies alles wünsche ich auch Ihnen, liebe Zuschauer. Und schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Sie diese 10 gute Gründe an Jesus zu glauben verfolgt haben. Vielleicht war ein Grund dabei, der Sie angesprochen hat. Dann gehen Sie einen Schritt weiter, gehen Sie in Ihre Kirche, gehen Sie dahin, wo Sie herkommen und erforschen Sie diesen Grund, gehen Sie diesem Ruf nach. Geben Sie Ihr Wort Jesus, geben Sie Ihr Leben Jesus. Gehen Sie in die Kirche, lassen Sie sich erfüllen, da wo Sie sind. Und wir hier segnen Sie, wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren heute. Und der Dank gilt auch an uns alle hier. Gott segne uns. Amen. Here I am.